Ihr habt ziemlich lange gewartet, bis es endlich wieder ein neues Video gibt. Heute ist es endlich wieder soweit. Ich bin wieder mit am Start. Auch bei YouTube und mit vielen großen Überraschungen. Nicht nur bei YouTube, sondern auch bei uns auf der Homepage take.tv.net. Wir sind gerade in meiner Küche und es ist endlich soweit. Ich möchte euch meine Wohnung vorstellen, wie sie für meinen Geschmack mittlerweile sehr viel fertiger ist als noch beim Home Story Cup 3. Denn da haben wir natürlich viele schon fertig gehabt, aber ich war noch nicht so ganz zufrieden. Natürlich werden wir immer wieder weiter daran arbeiten, viele Sachen verändern und hoffentlich alles natürlich noch ein bisschen schöner machen. Natürlich auch für mich, ihr wisst, ich lebe hier und arbeite hier gleichzeitig. Das ist hier gerade meine Küche, die relativ schick geworden ist. Ihr habt sie vielleicht das eine oder andere Mal schon gesehen. Heute werde ich euch aber nochmal alles komplett zeigen. Und ja, das ist unser erster Raum. Trotzdem möchte ich, dass ihr noch mal ein bisschen weiter mitkommt, denn wenn ich in diesen Raum denke, denke ich daran, dass ich hier zwei Kühlschränke stehen habe und in meinem gefährlichen Abstellraum, der früher für Müll galt, den ich aufgeräumt habe, steht diesmal und mittlerweile im Dunkeln viel Bier, Cola, Fanta, Wasser, Sprite, Red Bull, alles, was das Herz begehrt und ein Staubsauger. Das ist das, was hier momentan passiert. Eigentlich koche ich fast jeden Tag. Wenn meine Freundin da ist, kocht meine Freundin fast jeden Tag. Ich helfe ihr manchmal. Ich bin auf jeden Fall, ja, der Philipp lacht schon wieder hinter der Kamera, der sieht das jeden Tag, der ist nämlich auch immer hier. Sie hilft mir sehr viel beim Kochen. Aber ich koche auch selber sehr gerne, Lasagne vor allem. Einige andere Gerichte. Ja, ich zeige euch auch alle Mappen, die in dieser Wohnung hier sind. Alles, wo ich zum Beispiel noch nicht zufrieden bin. Zum Beispiel Kabel. Hier in diesem Raum sind viele Kabel. Wenn ihr auf den Boden schaut, das sind HDMI-Kabel zum Beispiel, unter anderem, aber noch viele andere Kabel, die bis in den Casting-Bereich gehen, damit wir Bilder abgreifen können. Zum Beispiel das Ingame-Signal, aber auch für die Kameras zum Beispiel. Und ja, die haben so eine Maximallänge von 15 Meter und danach kosten sie ein Schweinegeld, wenn man die Kabel noch länger haben möchte, muss man sie anfertigen lassen. Sonst im normalen Markt gibt es sie nur 15 Meter und danach unbezahlbar. Das hier mein Schlafzimmer. Ja, ihr wisst ja, bei mir ist alles irgendwie in einem. Es gibt ja nicht so viele Unterschiede hier bei mir. Und das ist hier mein Schlafzimmer, das ich aber tatsächlich auch zum Arbeiten benutze. Und ihr seht hier vielleicht diese Arbeitsstation. Da lässt sich ganz gut arbeiten. Man hat alles, was man braucht. Zwei starke Rechner, ganz viel Technik, die man nur braucht, wenn man streamt oder wenn man irgendwas aufnimmt. Und das tun wir in letzter Zeit wieder, nämlich VODs. Replaycasts wurden aufgenommen, jetzt gerade ein Rundgang und viele, viele weitere Sachen werden kommen. Interviews und alles, was das Herz begehrt, was ihr euch natürlich auch wünscht. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, in den Kommentaren Wünsche zu äußern. Ja, was seht ihr hier? Im Prinzip die Videotechnik, aber auch die Soundtechnik, ein Mischpult, eine Matrix, damit man Bilder abgreifen kann, die Layer, damit das Bild mit der Stimme bzw. dem Ton auch gleich auf ist. Und in den PCs sind viele Capture-Karten und vieles, vieles mehr. Ja, und das ist so der Arbeitsbereich, den ich habe. Bevor wir weitergehen, würde ich ja sagen, gehen wir noch mal ein Stück weiter ins Badezimmer, damit ihr auch da mal Einblick habt. Sehr unspektakulär eigentlich, aber ich dachte mir, wenn ich einen Rundgang mache, dann habe ich komplett. Wobei eine interessante Sache gibt es hier schon, auch wenn es hier gerade das Licht aus ist. Nämlich, wenn ich abends mal bade oder so, darf natürlich der XMG-Notebook nicht fehlen. Da wird entweder Musik gehört oder Filme geschaut. Und ja, auch hier habe ich so die eine oder andere Anekdote. Ich habe eine Badewanne natürlich, also es war das Kriterium Nummer 1, wenn ich umziehe. Auf jeden Fall eine Badewanne und sie hat eine Whirlpool-Funktion. Das ist natürlich sehr super. Aber auch hier eine kleine Geschichte zu. Wenn man hier nach rechts schaut, meine Waschmaschine und Trockner. Den Trockner benutzt man fast nie, aber gut, jetzt hast du einen. Waschmaschine, ich habe über 2,5 Jahre, glaube ich, in einer anderen Wohnung gewohnt. Und habe da keine Waschmaschine gehabt, habe es geschafft. 2,5 Jahre, größten Respekt an mich, meine Mutter zu überreden, meine Wäsche zu waschen. Hat gut funktioniert, bis sie irgendwann eines Tages gesagt hat, ne Dennis, so nicht mehr, kein Bock mehr. Er hat wirklich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, du bist jetzt alt genug, wasch die Wäsche selber. Ich bin 25, Mama, was soll das, ich bin immer noch jung. Ja, und dann ging es so weiter und dann musste ich mir selber eine kaufen. Und mittlerweile funktioniert es einigermaßen gut mit dem Waschen. Meine Freundin hat mir erklärt, wie das funktioniert. Als Mann ist man da ja nicht so gebildet. Ja, und dann geht es weiter in den nächsten Raum. Und in diesem Raum befinden wir uns in unserem Chill-Out-Bereich, den ich mittlerweile für einige Events schon benutzt habe, wo auch Leute dann einfach vorbeikommen können und sich das hier alles anschauen. Beim Homecraft-Event, ja, das Barcraft-Event, was wir haben, für das MLG-Final in Providence, werden wir es auch wieder natürlich kräftig benutzen. Ihr habt die Möglichkeit, hier an den Konsolen zu zocken. Wir haben hier einen Pokertisch, den wir beim Home Story Cup schon organisiert haben, der jetzt auch mittlerweile langfristig stehen bleiben wird. Da können wir auch noch eine Runde pokern zum Beispiel. Wir haben hier eine schöne Couch, die selbst gemacht ist. Die ist endlich auch erst fertig geworden. Beim Home Story Cup war sie nicht so ganz fertig. Sie war im Prinzip genauso wie jetzt, mit einigen kleinen Änderungen. Denn der Typ, der die gebaut hat, hatte die Matratzen, er hat gedacht, dass sie einfach nach oben drauf kommen. Mittlerweile sind sie hier drin. Sieht ein bisschen schöner aus, man ist ein bisschen niedriger, man kann sich auch vernünftig hinsetzen. Klappt ganz gut. Ja. Viel Zeit verbringe ich hier tatsächlich nicht selber. So schön es auch ist, zwei Gitarren für Guitar Hero zu haben
von der mir nur eine gehört. Und mittlerweile nur noch drei PlayStation 3 Controller, davon gehören mir auch nur zwei. Vorher waren es vier. Einer hat der Marco mitgenommen, unser Grafiker. Ich lese ja gerne. Habe relativ lange nicht mehr gelesen, muss ich dazu sagen, was sehr schade ist. Aber ja, tatsächlich benutze ich diesen Raum fast gar nicht. Ich bin so selten hier. Mittlerweile meine Freundin, die wohnt ja nicht hier, aber sie ist öfter halt hier, wie ihr wisst. Hat sich hier also gerade mal so einen Arbeitsplatz eingerichtet, studiert Modedesign und guckt sich irgendwelche Kollektionen an und muss hier irgendwas fertig machen und isst gerne Schokolade. Ha, unser Gästeklo. Ich habe sehr viel Angst, muss ich sagen. Es soll angeblich sauber sein. Gästeklo bedeutet, hier sind die Jungs, die halt viel für das Tech-TV-Projekt machen und uns helfen. Zum Beispiel der Flip, der in der Kamera ist, oder halt der Olli, oder halt auch in Zukunft der Marco, der unsere Grafik macht. Sieht nicht so besonders aus. Das Einzige, was ich hier erinnern wollte, irgendwann mal, ist der Boden, weil der ist halt total zerkratzt. Sieht ziemlich bitter aus, man denkt, das ist immer Dreck. Aber nein, ist wirklich ein bisschen kaputt. Das war von Anfang an so. Ja, jetzt sind wir im Kassenbereich. Den Bereich habt ihr eigentlich schon ziemlich oft gesehen. Es gibt noch den einen Bereich, den ihr vielleicht nicht so oft gesehen habt, über den ich mich persönlich auch immer freue. Der kommt gleich. Hier aber der Casting-Bereich. Wir haben momentan nur einen Tisch hier stehen. Wir hatten das Homecraft-Event, wir haben gesagt, okay, die beiden weißen Tische kommen weg, damit wir mehr Stühle hier hinstellen können. Und von hier leddere ich halt in der Regel immer. Mache ich auch jetzt gleich wieder. Läuft ja ganz gut momentan seit der Season 4. Und ja, das funktioniert ganz gut. Von hier nehme ich momentan auch die Replay-Casts auf. Und da kommt noch die erste große Überraschung für euch. Wir haben natürlich auch wieder Content auf YouTube vorbereitet, aber viel interessanter, und das ist für mich natürlich sehr wichtig, wir haben in Zukunft unser eigenes VOD-Portal. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, hoffentlich dann auf unserer Seite techtv.net. Das heißt, ihr könnt dort in Zukunft alle unsere VODs erreichen und müsst nicht mehr viel rumsuchen. Ihr seid auf der Seite, findet alle Informationen, ob es natürlich um Livestreams geht, ob es um VODs geht, Replaycasts, alles was es gibt, könnt ihr halt direkt auf der Seite finden. Auch eine neue Galerie steht mit am Start. Das heißt, gerade bei den nächsten Homecraft-Events seht ihr auch dann die Fotos auf unserer Seite. Also mein Plan und das Ziel ist natürlich, so viel wie möglich auf unserer Seite abzubilden, damit ihr alles auf einen Blick habt und nichts mehr verpasst. Ja, und das ist mein Ziel. So, momentan steht hier noch ein Stativ. Die Kamera, die dazugehört, haben wir gerade in der Hand. Der Außenbereich vielleicht noch sehr interessant. Jetzt im Winter ist es halt sehr ungemütlich und die ersten Blätter liegen auf meinem Atrium, so wie es heißt. Ich vergesse mal den Namen von diesem Ding. Und ja, mein Grill steht da noch, der sehr geil ist. Den White Run natürlich auch sehr oft schon benutzt hat. Ist da sehr angenehm zu sehen, wenn ein Ukrainer für dich grillt. Ist ein großer Luxus und die haben geilen Fisch. So saugesalzen und keine Ahnung, was da noch mit drauf ist. Naja, auf jeden Fall, das ist der Casting-Bereich. Wir haben hier, also geplant ist eigentlich immer, dass man von hier mal Interviews machen kann. Beim Quake-Event hatten wir es zum Beispiel mal hier links. Da steht jetzt gerade meine Tasche. Und das werden wir in Zukunft auch ein bisschen mehr benutzen. Es ist halt viel zu tun. Man will sich immer weiterentwickeln. Aber so kontinuierlich, es geht immer so ein bisschen. Die Fortschritte merkt man dann auch. Weil erst jetzt zum Beispiel das neue VOD-Portal da ist, die Galerie, auf der Seite tut sich ein bisschen was, da haben wir momentan den großen Fokus drauf. Aber die Sonntagscups zum Beispiel, da werden uns in Zukunft mehr Leute besuchen. Die Koreaner sind schon öfter da, DBS ist da, Goody kommt zum Beispiel wieder regelmäßig. In Zukunft auch euer RMDX, Salt Around vom Team ESC, auch von Goody, also im gleichen Team. Das heißt, die Bude wird halt voller Cloud, ist immer da. Irgendwann haben wir hier 8-9 Spieler und dann werden wir natürlich auch ein bisschen mehr die Räume nutzen. Ihr solltet das auch ein bisschen mehr mitbekommen. Wir haben mittlerweile 3 Kameras, werden aber nochmal aufsteigen auf eine 4. Das heißt, man kann halt in mehrere Räume und man sieht immer alles. Und ja, verpasst halt viel weniger. Der nächste Raum, in dem wir uns gerade begeben, ist das Büro. Ja, der Olli ist halt ziemlich oft hier und der Philipp, der gerade die Kamera hält, die arbeiten an diesen beiden Plätzen. Wie ihr seht, arbeiten, dann können wir bitte mal ganz links nochmal den, das nennt man Arbeiten bei uns. Ja? Nee, kannst du bitte mal auf deinen Arbeits-PC filmen? Jetzt bitte auf den Arbeits-PC, sonst gibt es nur das halbe Gehalt. Da, der junge Mann ist grundsätzlich auf Facebook zu erreichen, ja. Wichtig. Nino. Ja, sucht einfach mal, vielleicht habt ihr Glück. Wenn ihr den Namen raushören, wisst ihr Bescheid. Ja, daneben sitzt der Olli, der bereitet gerade ganz schön viele Notebooks wieder vor. Wir haben alle komplett neu gemacht, haben neue Windows-Keys bekommen, das kennt ihr ja mittlerweile. Bei allen Live-Shows, Windows nicht original, ja, wir hatten Keys einfach nie eingegeben. Jetzt sind wir dabei und jetzt haben wir andere Keys bekommen als die Version, die wir hatten. Das dauert alles Ewigkeiten, grausam. Naja, macht gerade alles neu, aber dafür sind sie frisch aufgesetzt, weil sie sind schon relativ lange genutzt. Hier sind wir in meinem privaten Reich, wenn wir nach 24 Uhr haben. So ungefähr. Nach 12 Uhr, wenn die Jungs gehen, weil die bleiben meistens bis 11 oder 12 mindestens, also abends, mache ich halt dann nach Shows und nach Replaycasts dann nochmal ein paar sportliche Aktivitäten. Und muss sagen, in letzter Zeit benutze ich ihn echt aktiv. Ein paar Kilos abgenommen, auf der einen Seite ein paar Muskeln aufgebaut, bin aber längst noch nicht am Ziel, wo ich sein möchte.
Und hier fühle ich mich extrem wohl. Also wirklich extrem wohl. Ich habe so viel Geld hier investiert, aber es macht einfach so viel Spaß. Fitnessstudio natürlich abgemeldet und gesagt, okay, komm, irgendwann hast du es wieder raus. Aber wenn's, selbst wenn es Jahre dauert, aber es macht halt viel mehr Spaß, von zu Hause zu trainieren und man spart obendrein übrigens noch eine Menge Zeit und man ist halt nicht gebunden und man muss nicht irgendwie mit anderen Leuten trainieren, auf Geräte warten und so weiter. Und ja, was halt fast kein Fitnessstudio hat, ist halt ein Boxer. Das ist halt sehr cool und da ich halt super gerne boxe, macht es halt schon super viel Spaß. Steht da jetzt auch. Es hat ziemlich lange gedauert, bis diese Halterung da hängt, weil wir haben so eine abgehangene Decke. Wir mussten also die Balken da drüber, das ist halt noch so eine Konstruktion. Mittlerweile ist sie halt ziemlich geil, weil die macht halt einfach keine Geräusche und das stört dann auch keine Nachbarn. Und, was ich momentan jeden Tag schaue, wenn ich Sport mache abends auf dem Fernseher, während ich Sport mache, ja, ist auch gut, How I Met Your Mother, ja, schon zum dritten Mal alle Serien, alle Staffeln, aber mittlerweile, jetzt schaue ich es noch einmal an und dann wechsle ich mal wieder auf was Neues. Ja, das ist der Sportraum und macht Spaß. Macht wirklich Spaß. So, wir gehen weiter in den nächsten Raum. Denn hier kommen wir in den Gaming Raum. Und ja, der Raum ist natürlich so das Heiligtum dieser Wohnung. Hier stehen eine Menge Monitor, hier stehen eine Menge Notebooks, Mac-Kabel, Headsets, Kameras, hier ist alles mit am Start. Ich konnte einfach weiter mit rein. Und hier sind halt ab und zu auch Spieler unterwegs, die einfach hier trainieren. Unter anderem Cloud, der jetzt nach Krefeld gezogen ist, der war ja früher in Leipzig unterwegs, hat dort für das Team Meteor Madness gespielt, mittlerweile bei Alternate. Und trainiert ja jeden Tag hier, kommt jeden Tag hier hin, geht jeden Tag nachts wieder nach Hause, also wohnt ja auch nur 10 Minuten entfernt. Ja, er ist gerade unter dem Start und trainiert auch fleißig für die NASL Qualifier, beziehungsweise für die Playoffs, so heißt es ja. Und die sind ja wieder offline in Amerika. Hofft natürlich momentan, dass er es packen kann. In der EBS ist auch sehr gut dabei, spielt gegen Goody auf der TV Night hier in Berlin. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich mag ja beide super gern. Ich meine, Klaus ist halt jeden Tag hier, aber Goody halt einfach super sympathischer Kerl. Es wird einfach eine geile Partie. Und wenn es klappt, läuft nämlich die beiden auch mit und fahren zusammen nach Berlin. Dann kann man bestimmt noch das eine oder andere kleine Video drehen. Ja, so sieht es hier aus. Wenn du zum Beispiel mal Kumpels hier pennen, also Kumpels bedeuten in dem Fall meistens keine Real-Life-Kumpels, sondern die Kumpels, die beim Tech-TV-Projekt mitmachen, dann haben wir hier in der Ecke unsere Schlafsäcke zum Beispiel. Wir haben auch so Doppelbetten und Luftmatratzen, die sind aber im Schlafzimmer, glaube ich, auf oben drauf und einer hat Cloud. Ja, dann haben wir auch immer ein paar Schlafsäcke und ein bisschen die Möglichkeit, dass die Leute hier pennen können. Auf den Couchen kann man ja auch ganz gut schlafen für eine Nacht, oder Philipp? Oh, für eine Nacht geht's, ja. Ja, für eine Nacht geht's ganz gut. Oder für eine komplette Gamescom. Da fühlt der Philipp sich immer ganz wohl. Mittlerweile wohnt er ja hier zusammen mit Cloud in der WG. Hat gut gepasst vom Timing, beide gleichzeitig hergezogen. Ja, was haben wir hier sonst Schönes? Wir haben ein bisschen was geändert, denn beziehungsweise angebaut, kommt fast ganz lang. Fürs Homecraft-Event, wie geht das? So. Haben wir unser Alignment gebaut, beziehungsweise hier dran gemacht und gleichzeitig Boxen hingehangen und diesen Verstärker. Damit wir auch, wenn wir halt Events haben hier vor Ort und Leute einladen, die sich hier das alles live anschauen möchten, ist die Möglichkeit dazu haben, das auch vernünftig zu sehen. Und darauf bin ich auch schon relativ stolz. Es ist schon sehr cool, was es halt so entwickelt hat und ich hoffe natürlich, dass sich immer mehr entwickeln wird. Ja, und dann der Bereich, in dem ich halt die meiste Zeit meines Tages verbringe, wenn ich nämlich caste live. Es fühlt sich ja schon, also es fühlt sich halt, das Lustige ist, man fühlt sich trotzdem wie zu Hause. Man ist ja zu Hause, aber auch wenn man in Starcraft 2 castet, hat man das Gefühl, man macht irgendwas. Also gerade wenn man castet oder Replay castet oder laddert, das sind die angenehmsten Sachen und Zeiten am Tag. Das macht relativ viel Bock. Da denkt man irgendwie nicht daran, dass es Arbeit ist, denn auch wenn es mal 6-7 Stunden am Stück ist, was schon sehr anstrengend sein kann, macht es halt immer noch sehr viel Spaß. Natürlich gibt es super viele nervige Sachen im Hintergrund, wie die ganzen Schreibskrams, Rechnungen, Steuerberater, Sachen, die überhaupt gar keinen Spaß machen. Natürlich auch mit Sponsoren reden, das macht manchmal Spaß, wenn man einen guten Deal bekommt und die sagen, hey, hier, bekommst Geld, mach irgendwas Cooles. Das wäre natürlich der Traum passiert im Mini. Schade, aber wenn es da draußen jemanden gibt, meldet euch gerne bei mir, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, vielleicht hier rechts, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben ja so einen Vorschau-Monitor, also einen Fernseher, von dem schaue ich mir halt immer an, was ich gerade sehe. Wenn irgendwas nicht funktioniert und ich noch nicht ingame bin oder so, dann flame ich immer direkt und sage halt, hey, wir sind noch nicht ingame, was soll das? Früher war es immer der Olli, der Running Gag ist leider ein bisschen verloren gegangen, weil Olli nicht mehr so oft hinten im Producer-Raum sitzt und das macht. Schade, Philipp sitzt da mittlerweile. Olli vermisse ich schon so ein bisschen, weil das war immer wurde geflamed, die ganze Zeit. Aber der Olli war das auch immer egal, er hat dann weiter in der Nase gepuppelt und hat sich gedacht, ja und jetzt? Leckt mich doch. War super. Olli, also 100 vor sich hingeflogen. War schon sehr cool. Ja. Wo war der Olli gerade? Haben wir ihn überhaupt gesehen? Der hat sich versteckt, ne? Ja, komm, dann gehen wir jetzt nochmal hin. Ja. Olli müssen wir auch zeigen. Der Mann hat echt viel geholfen. Dem gehört großer Respekt. Olli, jetzt versteckt ihn die ganze Zeit.
Hier kann man ihn kurz zeigen. Olli, jetzt zeig dich mal, versteck dich nicht immer. Der guckt. Der Typ ist einfach. Kann man hier. Kannst du ihn heute mal filmen? Komm, geh mal da. Siehst du ihn? Also, so bescheuert wie der Olli ist, den kann man nur gerne haben. Ohne Scherz. Ein super cooler Typ. Und ja, ich hoffe, ihr dankt dem Olli vielleicht auch mal in dem Video. Denn wie viel der mir geholfen hat, ist unglaublich. Natürlich wie viele andere aus dem Team, aber der Mann war halt einfach jeden Tag in seiner Freizeit hier und dem macht das auch irgendwie, denkt man, macht man. Man denkt nicht, dass es ihm Spaß macht, wenn man ihn sieht, aber er wird nicht immer hier sein, wenn er nicht Spaß hätte. Und ja, das ist natürlich sehr cool. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Oh, das ist super, dass man so viele Sitzmöglichkeiten hat. Und ja, ihr viel Spaß daran, was wir machen. Und wie gesagt, wir haben eine neue VOD-Sektion. Wir haben Großes vor. Wir wollen viele VODs für euch liefern. Nicht nur auch nur Replaycasts, sondern auch viel hinter den Szenen. Interviews mit Spielern. Das, was man halt nicht so oft sieht, was nicht jeder hat. Und wie ihr wisst, mir ist sehr wichtig, was ihr wollt. Das heißt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie doch gerne. Schreibt sie in die Comments, schreibt sie ins Forum. Egal wohin. Was würdet ihr gerne sehen? Was fehlt euch? Was für Replays würdet ihr gerne gecastet haben? Irgendwelche besonderen Aktionen. Ich habe schon die eine oder andere Idee, die relativ bald rauskommen wird. Wir werden noch ein bisschen mehr wieder mit Profispielern machen. Das heißt, ihr werdet von denen auch ein bisschen mehr sehen, was genau das zu bedeuten hat, wie das genau aussehen wird. Das wird in absehbarer Zeit dann auch endlich online kommen. Wir fangen erstmal an. Wir werden erstmal wieder relativ viel Videocontent für euch bringen. Relativ viel, wir sagen sehr, sehr viel. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Umgang Spaß gemacht. Ihr habt ein paar Informationen rausbekommen, die ihr schon immer wissen wolltet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auch einfach in die Kommentare rein, ins Forum. Vielleicht macht ihr einen eigenen Thread auf, wo ihr reinschreibt, okay, das hätte ich gerne noch gewusst. Ich schaue jeden Tag auf unsere Seite mehrfach, beantworte eigentlich so viel, wie es geht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einfach eure Fragen loswerdet. Wenn ihr selber Anregungen habt, wenn ihr selber beantworten könnt, was in Fragen schon da ist. Und ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn viele Leute zum nächsten Homecraft-Event kommen. Beim letzten, was wir für das MLG-Event hatten, waren halt relativ viele Leute hier. Es hat super viel Spaß gemacht, die Leute kennenzulernen. Und den einen, ich grüße damit auch Roman in diesem Sinne, haben wir direkt schon sehr gern gewonnen. Der war sogar mit auf dem Intel Friday Night Game in Hamburg mit dabei, den haben wir sogar mitgenommen. Und ja, ist alles noch sehr verbunden, alles noch sehr nah. Mir ist das sehr wichtig und ja, das möchte ich heute damit nochmal zum Ausdruck bringen. Und man sollte nicht denken, dass wir keine Lust haben, irgendwie Videocontent zu liefern. Das hat jetzt alles sehr lange gedauert, es war viel Umbruch. Wir haben Leute, die mittlerweile hier vor Ort sind und arbeiten. Wir mussten viel umstellen, es musste viel hinter den Kulissen gemacht werden. Und auch so einen eigenen Videobereich, bis man alle diese ganzen Sachen mal laufen hat, das dauert halt sehr lange. Und Leute, die sowas selber vielleicht machen oder programmieren, die wissen das vielleicht auch. Und ja, solche Leute müssen erstmal finden, die sowas machen für einen. Und mittlerweile funktioniert es ganz gut. Ich hoffe, ihr werdet fleißig reinschauen und immer wieder ja, mitposten und viel Spaß dabei haben. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich dann jeden Tag. Bis dahin.